So, welcome back to the crib, motherfucker. Ja. Ach nee. Das war das Tor. Aber wie es aussieht, waren wir da auch schon. Ach, hier waren wir doch gerade. Ja, das ist genau das Zentrum. Gut. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Wir haben schon irgendwo ein Tor gesehen gehabt, wo er meinte, dass wir dort, ne, da wo er irgendwas meinte mit diesen beiden Towern. Okay, geht's nicht auf. Mit diesen beiden Towern, die verstrahlt sind. Geht's auch nicht auf. Wo wir diesen... Entschuldigung. Wo wir diesen Anzug brauchen. So, speichern mal. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Von hier ist er gekommen ursprünglich, glaube ich. Da hinten blinkt es, aber ich komme nicht durch. Ja, nee, jetzt einfach... Hier ist einfach eine Alpha-Wand. Ach, jetzt sind wir auch wieder hier. Ja, ich glaube, so wirklich den Anfang finden wir gar nicht mehr. Wollen wir uns ja einfach nur noch im Kreis drehen. Ach ne, guck mal, jetzt bin ich wieder hier. Ah, okay, ich glaube, wir kommen doch langsam zurück. Dann kamen wir von hier. Da müsste hier irgendwo die Bar gewesen sein. Ne, jetzt nur eine andere Art von Bar. Okay, hier ist bloß ein Gang. Das ist gar nicht der Bereich, von wo wir gekommen sind. Ich bin sichtlich verwirrt. Achso, ist ja auch die obere Etage hier. Wir sind gar nicht in der unteren Etage. Weil eben gekommen sind wir vor der unteren Etage. Also wir waren zuerst in der unteren Etage, so rum. Hier geht die Treppe nach unten. Hier waren wir auch. Ich glaube, jetzt sind wir noch drin. Na, nicht ganz, aber gleich. Genau, genau. Hier geht der Weg wieder rein in das Kabuff. Jetzt ist er in der unteren Etage. Da ist der Innenhof. Und gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwelche Tore haben, wo wir vorhin nicht reingekommen sind. Hier waren wir drinnen. Da waren wir drinnen. Hier waren wir überall. Oder? Mal kurz. Ja genau, da war bloß der kleine Raum. Da ist der Gasbrenner. Hier war auch nichts, denn das ist ja bloß das Klo. Da ist der Anzug. Ich schätze mal, von hier sind wir gekommen. Ursprünglich. Nee. Ach nee, halt. Hier ist ja. Hier ist das Zentrum. Das heißt, hier müsste der Eingang irgendwo sein. Aha, hier haben wir, genau, hier ist die Bar. Von hier sind wir gekommen. Hier war der Anfang der Map irgendwo. Okay. Dann haben wir also wieder alles gebacktrackt. Können wir also jetzt gucken, ob wir hier vielleicht verschlossene Sachen finden.
Was aber nicht wirklich so aussieht. So, da waren wir gerade. Da geht's raus. Und da geht's auch bloß raus. Okay. Beziehungsweise da, wo der Anzug war. Ging es da noch weiter? Nein. Okay. Das heißt, hier geht's tatsächlich. Hier gibt es tatsächlich soweit gar nichts. Weil ich weiß nicht, ob wir die ganzen Räume öffnen müssen, um irgendein Secret zu finden fürs Good Ending. Oder ob das wirklich einfach wirklich nur optional ist. Das kann ich. Das weiß ich halt nicht. Und ich möchte halt nichts liegen lassen. Ne? Ich bin da so ein richtiger kleiner Gronk. So, hier war die erste Tür. Warum schieße ich eigentlich immer? Vielleicht sollte ich das Schießen nicht auf die linke Maustaste lassen. Aber ist halt Doom. So. Ist halt Doom standardmäßig. So, dann sind wir hier lang. Hier war nur der kleine Umweg. Ne, wenn man da hinten reingeht, kommt man hinten irgendwann wieder raus. Da haben wir schon. Da geht es nicht weiter. Ich gehe aber trotzdem mal den Weg lang. Wobei wir das eigentlich gerade schon gemacht haben. Wollte in die andere Richtung. Die Tür hier. Genau, war immer, ist immer noch zu. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Da waren wir gerade drin. Gott. Und jetzt sind wir im Zentrum der Map. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Hier waren wir schon. Da geht's nicht weiter. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Ja, okay, ich glaube, dann haben wir alles. Jetzt aber immer noch die Frage, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wo geht's jetzt weiter? Da waren wir. Da waren wir. Ich hab. Meine Fresse. Da waren wir. Hier waren wir, glaube ich, auch komplett, ne? Ach, hier! Okay, hier geht's weiter. Das können wir uns also schon mal merken. Dann waren wir also vorhin tatsächlich da. Ja. Okay, dann müssen wir eigentlich alles haben. Dann würde ich mal sagen, ziehen wir mal den Anzug an. Ach, come on. Hallo? Warum geht er da nicht rein? Provides additional radiation, a color consumed, used by protect. Hä? Das kann ich da reinpacken. Okay. Aber das nicht. Sieht das automatisch irgendwann an? Also kann ich das hier auch nicht aufsammeln?
Was? Ah! Ah! Ich glaube, ich habe gerade außerdem den Doppelklick gemacht. Kann das sein? Ich schätze mal, dann ist es Doppelklick. Kann ich denn beides anziehen? Das ist ja geil. Ich kann beides tragen. Oh, Alter, okay, das Sichtfeld ist halt echt hart eingeschritten. Wow. Ich muss mal ganz kurz gucken. Warte mal kurz. Macht das Sinn? Ah, ne, macht keinen Sinn. Ich wollte gerade für euch das Bild im OBS ein bisschen größer ziehen, sodass halt der ganze schwarze Rand weg ist. Aber dann würde auch das alles abgeschnitten sein. Und das. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Wenn wir da runtergehen, kann man da wieder hoch? Mit Syringe. Wow! Das ist ja like a... Boah. Cool. Also das ist auf jeden Fall ein Secret gewesen. Okay, für unten... Wir waren hier unten schon mal? Hä? So viel zu, wir waren da unten schon mal. Ich dachte, die Hunde sind tot. Ich dachte, wir hatten die bereits erledigt, weil die da so rumlagen. Oh, da hinten ist auch irgendwas. Man kann natürlich diesen Anzug kaum was erkennen. Oh, das ist doch so ein Gesichtsräuber. Unangenehm. Was haben wir gerade in der Hand? Haben wir gerade den Revolver? Ja, wir haben den Revolver in der Hand. Okay, jetzt hätte man das Secret auch erreichen, wenn man hier ganz normal lang läuft. Wir hätten uns also gar nicht fallen lassen brauchen. Na gut. Aber es ist trotzdem Secret. I guess. Weil dieses Magical Miracle Drug ist ja schon so der Endgegner überhaupt. Also eigentlich brauchen wir das hier gar nicht mehr. Diese weißen Tabletten, weil jetzt haben wir ja diesen Anzug. Das heißt, jetzt können wir da wieder diesen Verbandzeugs da reinklatschen. Das hier. Easy. Dann speichern wir mal. Und dann... Ja. War wirklich der Gesichtsräuber. Warum sage ich Gesichtsräuber? Also, das Ding, wo du halt immer dieses Gesicht im Bildschirm siehst. Das Ding, was du nicht angucken darfst. Oh. Oh. Okay, das Getickel wird lauter. Wir haben neue Syringes gefunden. Bisschen Tabletten. Okay. Macht euch bereit. Oh, ich hab. Alter, ich vergesse immer von den Folgen zu speichern. Ich habe vorige Folge gar nicht gespeichert. Hoffentlich wird die Aufnahme gut. Gott, ich sehe gar nicht mehr, dass ich die Axt ausgewählt habe. Den Schraubenschlüssel meine ich doch. Fängt der Bildschirm an, kirchlich zu werden? Nee, ne? Ah, ne. Oh
Okay, das kommt definitiv vom Turm, dieses Geräusch. Oh, mein Gesicht wird grau. Also, so schwarze Pünktchen. Können wir trotz des Anzugs sterben, wenn wir zu lange hier sind? Gott, ich brauche jetzt mal Ausdauer. Gott, das Geräusch mit dem Tower wird schon geil gemacht. Ich gehe mal komplett zurück. Ja, schon ist unsere Sicht doch wieder klarer. Gott, ist das creepy. Guck mal, wie dunkel es wird. Trotz Taschenlampe. Ohne Taschenlampe wird es richtig dunkel. Ja, ohne Taschenlampe sieht gar nichts mehr. Das Kleber. Eigentlich haben wir die Taschenlampe. Ah, guck mal, wird doch wieder weniger. Das ist der Turm selber, der so extrem verstrahlt ist, Fragezeichen. Oder ist einfach ein 5G-Mast. Da würde sich ein paar Leute freuen. The final chapter resolve. Hä, aber final chapter resolve? Ich dachte. Hä, Moment mal. Moment mal gucken, jetzt noch List Maps. Aber es gibt noch zwei Maps. Einmal resolve. Ich dachte, das ist das, was wir jetzt gerade haben. Und dann gibt es noch eine Map, die heißt final. Gut, okay. Wahrscheinlich ist ja die letzte Map wirklich nur für den Bossfight oder so, irgendwie sowas. Dass es Teil von diesem Chapter ist. Müssen wir jetzt halt diesen scheiß Anzug tragen? Habe ich da gar keinen Bock drauf. Gibt's hier Monster? Ich hoffe nicht. Wollen wir mit der Sicht kämpfen? Wie sieht es munitionsmäßig aus? Wir haben, was die Pistole angeht, ein bisschen was. Da haben wir immerhin 5 plus 8 plus 7 Schuss. Also es geht. Dann haben wir noch. Naja, vom Revolver haben wir gar nicht mehr so viel. Aha, wir haben aber immer noch ordentlich von der SMG. Und wow, wir haben 6 Nägelkisten, also Nägelkartons, Packungen für die hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann können wir damit mal ein paar Leuten den Schädel einschädeln. Wir haben mittlerweile wieder 17 Schrot. Okay, folgendes. Du kommst weg. Da kommt die Nagelpistole hin. Du kommst weg, da haben wir nicht mehr so viel. Und ich glaube, da nehme ich dann entweder die Pistole oder die Schrotflinte. Ich würde fast sagen, ich nehme erstmal die Pistole. So. Haben wir auf der 3 die Pistole? Auf der 5 aber Nagelpistole. Ich überlege, ob wir die Axt doch nicht in die Schrot tauschen wollen, aber ich will auch gerne schon nur noch eine Nahkampfwaffe haben. Wir lassen es erstmal so. So, wir nehmen in die Hand die 3, die Pistole. So. Falls ein Monster kommt. Oh, Minen. Oh oh, das war ein Autosave, I guess. Falls ein Monster kommt, hauen wir ihn vollkommen über den Lappen. Gott, man sieht halt einen Scheiß. Gut, da geht's nicht weiter. Halt diese eingeschränkte Sicht, ne?
Die ist schon echt abgekackt. Ich glaube, ich arbeite einfach derzeit mit Taschenlampe. Boah, Alter. Gut. Ja, wir sollten von Anfang an definitiv mit der Taschenlampe arbeiten. Schon kann man wesentlich mehr erkennen. Oh, hier ist eine Tür. Oh, lockt. Oh, ich fange wieder ein bisschen zu stockern. Oh! Schau mal an, Axt. Unsere Axt ist mittlerweile, naja, noch zur Hälfte. Ich tausche aber trotzdem mal. Wenn es mir schon mal angeboten wird, kostenlos, ohne viel Aufwand, warum nicht? Ne? Wunderschöne Axt, sehr geil. Das nochmal Kleber. Ganz ehrlich, her damit. Oh, jetzt habe ich die Axt aufgesammelt. Die Axt, die wir gerade weggeworfen haben. Ich fühle mich beleidigt. Oh, das ist ein Fahrstuhl. Ah. Wasser. Ich frage mich. Wir haben so viele Lappen. Warte mal kurz, wie waren das? Ah ne, halt, da brauchen wir Alkoholflaschen, keine Wasserflaschen. Oder? Wie war das? Genau, Wodka oder Alkohol brauche ich da. Vielleicht sollten wir uns doch mal hier so ein paar Molotow-Cocktails bauen, wenn jetzt so immer größere Monsterhorden kommen. Weil dann wird es ja immer interessant, da die quasi auf eine Stelle zu locken und dann wirklich einfach Feuerball. Was ja mit den Granaten nicht so genau funktioniert hat, mit denen hier mit diesen Dynamitstangen. Nicht die Granaten, die ihr jetzt gerade denkt. Gut, dann, Gott, wir haben hier so viel Platz auf der rechten Seite bekommen. Wow. Bin ich gar nicht mehr gewohnt. Nein, wir sind gefangen. Wow, Alter, hier ist aber, geht aber schnell runter. It's going down. Oh. Hä? Ich sehe nicht mehr. Oh, es ist dunkel. Nein. Was? Was war das gerade für eine Übergangsanimation? Wird langsam dunkel und dann wird es wieder einmal wieder hell. Auch sehr interessant. Oh, das ist ein Schalter. Hä? Warum ist da, wo der auf einmal anderer Schalter? Und vor allen Dingen einen, den ich gar nicht drücken kann. Nö. Kann ich nicht betätigen. Also da geht's lang, hier geht's lang. Okay, hier geht's nicht lang. Keine Monster, sag mal. Wo ich ganz ehrlich ganz froh drüber bin. Oh, das Gepiepel wird wieder lauter. Ob ihr wohl noch ein 5G-Mast irgendwo in der Nähe ist? Oh, da tropft Blut runter. Gott. Ganz ehrlich, ich bin so froh mit der Taschenlampen-Mod. Also, ich finde, so macht das Spiel noch mal ein bisschen mehr Fun als einfach so hier. Klar, so hat es vielleicht ein bisschen mehr Atmosphäre, aber ganz ehrlich, ich habe so die Sache noch nie gemocht. Aber mit der Taschenlampe, also so in der Art, ist eigentlich echt geil. Ja, okay, das Gepiepel wird wieder schneller. Es ist also definitiv ein 5G-Mast in der Nähe. Das ist eine Leiter.
Was war das? Ach, Klebestreifen. Ja. Zweimal Klebestreifen. Oder Duct Tape. Oh oh. Autosave und das Piepen ist lauter geworden. Also das Ticken. Dann würde ich mal sagen, gehen wir diese Leiter nächste Folge mal runter. Diese Folge speichert ich auch mal wieder richtig. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist. 36, 7, 8, 39. Ja. Wir haben vorige Folge nicht gespeichert. Die 38 fehlt. So. Na dann. Bis zur nächsten Folge.